Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei meinem Spiel, was ich selber programmiert habe. Also ich gebe euch ein Tutorial, wie man mein Spiel installiert. Also geht mal auf diesen Link, was ich in die Videobeschreibung schreibe, drauf und dann drückt ihr hier auf mal Download. Dann wird vielleicht bei euch eine Meldung kommen, ey, der Antivirus sagt, ey, das ist ein Virus, aber glaub mir, es ist kein Virus. Ich habe selber programmiert, hier ein Beweis, das ist alles mein Projekt, ich habe das hier oben links hier gemacht, dass man hier arbeiten kann, also dass das Projekt sein soll, also das ist ehrlich. Ja, okay. Wir sehen uns gleich, wenn die Datei gedownloadet ist. Okay, bei mir ist es jetzt gedownloadet und nachher habt ihr so eine Datei. Wenn, also ihr müsst sie erst entpacken. Wenn ihr nicht WinRAR habt oder WinZip, dann erkläre ich es euch jetzt. Also ihr geht auf den zweiten Link in die Videobeschreibung. Dann kommt ihr auf dieser Seite hier. Und nachher geht ihr hier drauf. Das ist die 64-Bit-Version. Drückt da drauf. Dann wird es installiert. Also jetzt wird es bei mir installiert. Ich zeige euch, was ihr machen müsst. Eigentlich gar nichts, nur weiter drücken. Nachher kommt das in den Download-Ordner. Dann drückt ihr hier auf Installieren und lasst alles akzeptieren und so weiter. Das könnt ihr so lassen. Und dann habt ihr WinRAR. Dann wird ein Ordner geöffnet bei euch. Aber der Ordner könnt ihr einfach löschen. Eigentlich könnt ihr ihn löschen. Also nachher, dann macht ihr, wenn ihr WinRAR habt, dann klickt einmal drauf, dann rechtsklick und dann hier entpacken. Am besten wäre es, dass ihr es Beispiel nicht hier, wie ich es mache. Beispiel, also am besten, ihr tut einen Ordner, das könnt ihr auf dem Desktop machen. Und nachher hier, oh nein, hier entpacken und dann kommt vielleicht der Antivirus und sagt, ey, das geht nicht, das ist ein Virus. Aber ihr müsst auf diese Datei hier gehen, diese Datei, newunityproject.exe. Ihr öffnet das ladet und nachher seht ihr hier mein Spiel. Yay! Man kann schießen! Ja, okay. Ich habe noch nicht viel gemacht, aber das ist bisher das Spiel. Also, das war's mit dem Video. Und adios, muchachos!